Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Doom. So, dann machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört hatten. Aber ich wollte hier noch... Hier ist das Widerstandsnetzwerk. In einer unglaublichen Wendung der Ereignisse wurde das Superblutnest zerstört. ARK-Außendienstmitarbeiter berichten von einer deutlichen Abnahme dämonischer Aktivität rund um den Erdball. Viele halten das für einen Beweis, dass der Doomslayer selbst die Bemühungen des Widerstands unterstützt und Schlüsselfiguren in den Reihen der Gehandicapten eliminiert hat. Agenten innerhalb der UAC-Kultistenorganisation behaupten, dass der Anführer dieser Abteilung, Priester Dea Granak, tatsächlich vor kurzem vom Slayer selbst von seiner Position entfernt wurde. Mit dem Verschwinden von Führungspersonal der sterblich Gehandicapten erleben wir an allen Fronten einen Rückgang der dämonischen Bedrohung. Dies verschafft dem Widerstand einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Erde. Die UAC bestreitet weiterhin jegliche Kenntnis von dessen Existenz. Als Überlebende des ARK-Netzwerks sind wir in dieser Station der Meinung, dass die Berichte wirklich wahr sind. Wir glauben, dass sich der Slayer unserem Kampf gegen die Dämonen angeschlossen hat. An alle, die dieser Frequenz immer noch lauschen, es gibt Hoffnung. Und sie ist da draußen. Okay. Gut, weil das wollte ich noch gemacht haben. Aber jetzt... Portal wählen... Und let's go! Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Dr. Hayden befindet sich in dieser Anlage. Dieses Industriegelände war einst das Hauptquartier des Widerstands. Okay, so wie es aussieht... Sieht schon mal ganz bunt aus. Herausforderung. Sammle 2 Runen. Komposition. Überlade ein Schild mit einem Plasmagewehr, um 6 Dämonen zu töten. Okay. Und Rocket Remoral. Zerstöre 4 Schulterkanonen, die Schwachpunkte von Revenants. Okay, das mit den Runen, das kriegen wir hin. Die anderen beiden, na, das wird langsam schwierig. Aber gucken wir mal. Gute Neuigkeiten für die Gläubigen. Samuel Hayden, der Betrüger, ist gefallen. Der Ark ist Geschichte. Aha. Na gut, dann auf ins Gefecht. Hoppala. Das war jetzt aber sehr, sehr mies. Wenn ihr mir sowas hier gleich an den Kopf werft. Ich wollte doch... Ah, die hier. Dieser Bereich ist nicht länger sicher. Evakuierungsprotokoll ist aktiv. Okay. Jawohl. Das erste Mal schon mal geschafft. Okay. Fahren mit Chain Gun. Oh ne. Oh, keine Munition mehr. Falsche. Falsche. Na gut, dann nehme ich jetzt die hier. Geht auch damit. Und es war schön. Okay. Nehmen wir kurz die Schrot. Ach, ihr könnt da durch und ich nicht, oder was? Na, es ist ja Prost-Mahlzeit. Na, wie viel wird's noch? Nicht mehr allzu viel, wa? Pinky, au, 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 au. So, einmal. Natürlich hat es nicht ganz geklappt, so wie ich das wollte.
muss auf die Plasmaschilde aufpassen. So, dann gibst du mir halt Rüstung. Okay. Das hat schon mal geklappt. Plasmaschilde, Plasmaschilde. Auf die warte ich irgendwie die ganze Zeit. Nee? Hier? Ah. Oh, 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 wo willst du hin? Was mit mehr Munition? Läuft schon mal gar nicht so schlecht. Okay, hat gereicht. Ach, die Dinger droppen mir ja jetzt Munition, stimmt ja. Okay, dann machen wir einmal hier. Gib mal mehr Munition. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Okay, Fun mit Chaingang ist doch schon mal ganz cool. Gibt's nicht. Hör auf, mir auszuweichen. Okay. Also bis jetzt geht's hier richtig gut ab. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob hier Secrets versteckt sind. Ja, ich siehste, ich bin schon an einem vorbeigelaufen. Hallöchen. An einem bin ich schon vorbeigelaufen. Einmal hier rum. Hier haben wir sogar noch mal Plasma-Muni. Nee, hier hinten müsste das sein. Hab ich mich jetzt erschrocken, Mensch. Kannst du mir doch nicht antun. Ach, hier. Oh, wie süß. Na gut. Dann haben wir jetzt ein Secret gefunden. Dann kann ich jetzt weitergehen. Ich muss dann halt einfach nur öfters auf die Karte gucken. So, nee. Na? Was sind die richtige? Ach so, weil sie nicht mehr. Ah. Okay, damit hätte ich jetzt 9 Schuss, dann nehme ich doch lieber dich hier. Erstmal. Und hier geht's weiter. Warnung, das ARK-Hauptquartier wird angegriffen. Okay. Warum wird mir das gesagt? Und wer, wo, was? Secret ist unten. Okay. Wollen wir uns mal ein bisschen Munition schon mal gönnen? Okay, das hat auch schon mal gut geklappt. Ja, es klappt, es klappt, es klappt. So, jetzt muss ich nur kurz gucken. Das war noch eine Etage tiefer. Ja, hat auch gezählt. Wunderbar. Ey, was guckst du denn da unten so zu, ha? Hier und hier müsste jetzt es unten sein. Okay. Okay, das hat gereicht. Hier können wir uns nochmal durchboxen. Dann holen wir uns das schon mal ab. Okay. Oha. Falsche Waffe. Genau die wollte ich. So. Ein
Na, dann press mal hier ein paar Granaten noch hinterher. So. Hier haben wir jetzt noch Raketen. Hier war jetzt nichts weiter, ne? Soweit ich sehen kann, nein. Alle hab's. Hoppala. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alle gut erwischt. Hier ist jetzt auch nichts. Oh, wieder gucken. Ne. So, wie viel für 30? Ist nicht gerade viel. Na komm, ich probier's mal mit den Raketen. Ah, ich hätte ein bisschen was Präziseres nehmen sollen. So, von hier aus geht's nur da lang und da geht's gleich richtig fett zur Sache. Und da haben wir auch schon keine Muni mehr. Samuel Hayden ist gefallen. Den Ark gibt es nicht mehr. Bitte unverzüglich evakuieren. So, den Dicken beschäftigen. Ach, das ist wieder so ein Ekelsaft hier. Weg, weg, weg. Oh, lass mich doch mal durch, Mensch, du. Eieiei. So, ich brauche Plasma. 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 Na, warum ist das kein Ziel mehr? Meine Güte. Geh mir aus dem Licht. Oh, war das knapp. Du, hör auf mich zu beißen. Ah, 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 ah. Oh, hier ist ja wieder Ekelwasser. Oh, Rüstung. Ja, die nehme ich mal. Oh, schon wieder ein extra Leben verloren. Waffenpunkte halten, okay. Heieieiei. Das waren jetzt zwei extra Leben, die hätten nicht sein müssen. Ah, es ist halt so eklig mit diesem Wasser hier. Gut, da soll ich jetzt lang. Gut, gucke ich mich hier erstmal um, weil hier sollen ja noch Secrets und so sein. Mhm. Okay, hier war nur Munition. Besser nochmal umgeguckt hier. Hier vielleicht noch was versteckt. Ah, nur Munition und Co. Okay. Na, 64 ist noch nicht ganz voll. Oh. Dankeschön. Da bringt mir sogar noch einer Munition vorbei. Nett von ihm. Ah, ich hasse dieses Zeug. So, ich wollte jetzt noch mal kurz was gucken. Irgendwas war das jetzt schon aufgezogen oder nicht? Nee, das haben wir 5 Gegner 10-mal mit einem einzigen Einsatz. Das heißt, ich darf den Modus nicht verlassen. Na gut. Gucken wir mal. Der Eingang zu Dr. Haydens Stützpunkt ist versperrt. 2 Außengeschütze identifiziert. Berechne optimale Schussbahn. Bestätigt. Sie können damit einen Weg bahnen. Ich markiere Sie. So, klein Pinky. So, 2, 3. Ja, das dürfte hinhauen. Ich hab nur leid... Oh, jetzt haben sie es mit dicht gemacht. Das ist so mies.
Langsam habe ich zu viele Waffen. So, tut mir leid. Auch wenn's für die Herausforderung schlecht ist. Na komm, viel ran da. Um Gottes Willen hier. Lass mich mal durch. So. Aber wieder voll Rüstung hier. Oder halbwegs voll Rüstung. Oh, die schieben mich schon wieder wie ein Punching Ball durch die Gegend hier. Natürlich immer dann, wenn ich abdrücke. Okay, den hat's erwischt. Und, oh, Cybermech Kubus. Der Cybermech Kubus ist schwer gepanzerte Variante, die auf Fernkampf und Gebietssperre spezialisiert ist. Ein einziger Blutschlag zerstört all seine Panzerungen, was es ihn einfacher macht zu töten. Okay. Na gut. Okay, das geht natürlich dann auch so. Ja, jetzt geht mir die Munition langsam auf Grundeis. Oh, und ich muss natürlich wieder auf die dicksten Viecher mit dem Mal zielen, ne? Ah, hat wieder nicht gereicht und ich bin wieder überhitzt. Gib mal kurz Munition. Du ebenso. Das ist halt so, Muni. Eieieiei. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Oh, da oben ist eine Wächterbatterie und ein Geheimnis. Da hinten komme ich hoffentlich nochmal ran. Genauso wie da unten. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier hin. Okay, ich nehme mal kurz. Danke. Und dann gucken wir hier jetzt nochmal. Jetzt können wir ja noch was aufwerten. Ich glaube, ich nehme noch hier den Energieschild mit. Ich glaube, der ist sogar momentan ein bisschen besser als das andere. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken. Wieso kann ich keinen Schild machen? Ach, weil ich kenne. Kostet das mich permanente Munition oder wie? Hoppala. Na, wollen wir einfach mal hoffen, dass ich hier noch irgendwo Muni finde. So, aber ich muss ja irgendwie. Kann ich an diese Wand da hinten? Nee, ne? Hier irgendwie. Da oben ist sogar der Wächterschlüssel. Für das Hardcore-Portal. Hier gibt's so. Okay, ich hätte es auch einfach haben können. Ja, so. Automap. So, Wächterbatterie und Geheimnis. So, aber ich glaube nicht, dass man sich an dieser Wand festhalten kann. Nee, das geht schon mal nicht. Habe ich jetzt auch keine Möglichkeit soweit. Und hier geht's nur. Oh. Das nehme ich kurz mit, weil dann kann ich das mal kurz testen jetzt. Ah, jetzt ist er es bereit. Und für wie lange?
Ach, die Zeit wird in der Mitte. Ah, okay, gut. Jetzt habe ich verstanden. So, da drüben haben wir noch was. Ich muss ja eigentlich da oben hoch. Wobei, mir wird da eine Wand angezeigt. Okay, ich bin blind gewesen. Die erreiche ich doch hier von hier aus easy going. Und so komme ich doch hier easy going hoch. Den Slayer-Schlüssel zu beholen. Oh, mit so wenig Munition jetzt da unten. Hinein. So, war dat, wo war das? Ah ne, das war oben bei der Automap. Na gut, wenn wir schon den Schlüssel haben. Mehr als scheitern kann es ja jetzt nicht. Was müssen wir eigentlich machen, um die Waffe jetzt aufzuleveln? Achso, da fehlt uns ja noch einiges. Aufladezeit des Energieschilds. Okay, und Därsche gegen schwere Dämonen, um sie ins Taumeln zu bringen. Cool. Führst du mit der Shane Gun genug Schaden zu, während der Energieschild aktiv ist, wird dieser nach vorne geschleudert, sobald du ihn loslässt. Alle davon betroffenen Dämonen geraten ins Taumeln. Na, ich denke mal, defensiv hier mal ein bisschen wäre nicht so verkehrt. Aber erstmal auf hier. So, das heißt, dann erstmal mit Plasma durchziehen. Wir haben nichts mehr hier und let's go. So, laufen, 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 laufen. Na, es geht ja schon mal gut los. Aber wenigstens schon Muni gefunden. Was bist du denn? Kann ich dich besiegen? Oh nein, nicht du schon wieder. Ich habe keine Ahnung. Oh, die sind ja überall. Holy moly. Friss einfach mal Raketen und geh mir aus dem Weg. Geht mir aus dem Weg, habe ich gesagt. Bin doch kein Punching Ball hier. So, und hier. So, Ende im Elende. Das war's mit der Minigun. Gut, ich brauchte irgendwas Kleines. Alter. Ja, komm mal her. Wunderbar. Uiuiuiui. Aber bluten tun sie schon. Und was blutet, kann man töten. So, Cooldown, Rüstung. Da sind sie. Immer schön gegen den Kopf. So, Schlange will ich jetzt nicht haben. Nein, ich will jetzt, will ich mal den Raketenwerfer. Danke. Au, das war natürlich wieder perfekt. Schön getroffen, hat ihn aber nicht gejuckt. Na gut. Okay, weiter, weiter, weiter. So. Jawohl. Der erste ist down. Oh, jetzt kommt wieder so einer. Du bist mir ein bisschen zu schnell, Jung. Genauso wie du. Vergiss es. Ich nehme dich als Abkürzung. Granate. Batz.
Okay, die Superschrotflinte bringt's da nicht. Na, komm, einmal hier hoch. Na, so leicht kriegt er mich jetzt auch nicht. Okay. Halt! Nur Mist. Vergiss es. Und ich düse ab. So, einmal Rüstung. Boah, der ist ja schon wieder da. Lass mich mal in Ruhe. Bin schneller im Klettern als du im Hinterherlaufen, hoffe ich. Der übertreibt halt vollkommen. So, Muni her, schnell. Ja, das war ein bisschen Fail mit der Granate. Ey, was bist du denn auch, ey? Gehen wir mal aus dem Weg. Ich weiß halt auch immer nicht, wo er ist. Ich hoffe mal, er ist immer schön hinter mir. Ich hab keine Ahnung. Da ist er. So, gib mal Munition. Leben. Und wieder zurück. Oh, 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 oh. Lass mich mal kurz durch hier, weil... Jawoll! So, was bist du? Ach so, du bist wieder so ein Doommaker. Du bist ein Doommaker. Na, lass mich mal. Die Aufladezeit von dem Ding hier ist... Ne, damit klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Gucken wir mal. Brauch die richtige. Oh, Geschosse im Anflug. Au, 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 au. Kritischer Schaden, ja. Den habe ich auch gerade. Den kritischen Schaden. Ja. Okay. So, einmal kurz dadurch. Also mit den Portalen kann man gut abkürzen. Okay, den haben wir. Das heißt aber noch irgendwo was bekommen. Das war's doch nicht. Oder? Ja komm, dann gib mir mal Munition. Und zack. Und Leben. Eieieiei. Aber hat geklappt. Puh. War ganz schön klapp. Aber nichtsdestotrotz machen wir an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.